Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Was geht ab? Es ist wieder der Lazy mit dem It's Paralyzed. Hallo? Und wir sind wieder zurück in Borderlands 2. Jawohl! Wir haben in der letzten Folge Sanctuary ein bisschen näher kennengelernt. Heute wird es ein bisschen actionlastiger, würde ich sagen. Digga, was wollen wir zuerst machen? Ich denke, töte die Assassins. So können wir mal anfangen hier in der Folge. Ja, genau. Jawohl. Da gehe ich auch mal direkt an den Porter ran. Und hau uns dann ran. So, Tim. Mein Guter, was hast du denn jetzt alles am Automat das letzte Mal... Moment. Töte Assassin 1? Southern Shelf? Moment, wieso? Moment, warte mal, da stimmt irgendwas nicht. Das ist doch Southpaw's Demon Powder ist das doch. Hä, wieso müssen wir da nach Southern Shelf? Nee, wir gehen mit dem Namensspiel hin, fangen wir einfach an. Tim, was hast du denn jetzt alles... Aber warum Southern Shelf? Hä? Ja gut, das ist da auch möglich, aber... Ich check's gerade gar nicht, Digga. Wir werden gleich wieder zurückreisen, weil... ich lass mich hier gerade ein bisschen zu arg durcheinander bringen. Okay. Ja, er geht halt einfach. Ja, nee, pass auf, Bullymonghaufen können wir hier auch machen. Machen wir das hier schnell. Das ist jetzt auch die absolute Premiere, dass ich das hier mache. Ah ja, egal, Tim, was ich ja noch fragen wollte. Mein Gutster, was hast du denn jetzt am Automaten alles gewonnen, Digga, vorher? Eine blaue Vladov-Sniper und halt Iridium. Eine Vladov-Sniper? Nice. Vladov-Sniper, meine lieben Freunde, sind... sehr hohe, also der Schaden ist nicht so ultimativ für Sniper-Verhältnisse, aber die Feuerrate, die ist absolut der Knaller. So, zack, der vierte Haufen und jetzt geht der Dialog wieder los. Es scheint, Polymons benutzen diese Haufen, um ihren Unrat loszuwerden. Das schlägt eine primatenartige Intelligenz nahe. Das ist es. Ich nenne sie Prima-Biester. Ich bespreche das mit meinem Verleger. Jag du in der Zwischenzeit ein paar Prima-Biester mit Granaten hoch, ja? Mal sehen, wie der neue Name für dich funktioniert. So, wir haben jetzt zwar die Haufen hier gemacht, aber wir gehen... Digga. Hä? Wir haben... Lul, wir haben nur Claptrap's Place, Southern Shelf und Sanctuary. Mehr haben wir gar nicht. Leute, an der Stelle werden wir ganz kurz einen Cut machen. Wir haben wahrscheinlich, weil wir die Aufnahme das letzte Mal da in dieser einen Stelle beendet haben, haben wir diesen Schnellreisedinger nicht aktiviert. Da sind wir wahrscheinlich einfach dran vorbeigefahren. Wir machen hier an der Stelle schnell einen Cut, gehen dann zu der Stelle, wo es dann weitergeht und treffen uns da gleich wieder. Also sehen uns dann da gleich wieder. Also, bis gleich. Da sind wir wieder, meine lieben Freunde. Wir haben die Schnellreisestation jetzt endlich hier aktiviert. Wir sind jetzt auch dran, hier an der Quest weiterzumachen. Steigen wir aus, Tim. Wir müssen nämlich jetzt ein so ein in Klammern prima Biest mit einer Granate hochjagen. Ja. Moment, ich mach das mal. Ich frag den hier an. Werf eine Granate hin. Nein, jetzt springt er natürlich her. Oh, ja, ganz klar. Erstmal Geschütz rausgeholt. Nein! Oh, pack's wieder rein. Oh mein Gott. Okay, ich habe noch eine Nate. Ich habe noch eine Granate. Oh. Meine Nates sind... Ja, nice, aber hat gezählt. Ah. Er macht den Tim-Move. Komm, Tim, mach mir den Tim. Aua. Ja, warte mal. Wir müssen jetzt Projektile von denen abschießen. Warte. Okay. Warte mal, der wirft da. Na, lass nicht auf den schießen. Ja, ich wollte das Projektil aus der Luft snipen. Ja, warte, der schießt auf mich. Das mache ich schnell. Zack. Aua, ein Hammer. Zwei Hammer. Na komm, schießen. Werf noch eins. Komm schon. Kleiner Sack. Ja, er wirft noch eins. Jawohl, jetzt können wir ihn umhauen. Ist eine geschützte Marke. Ja, wahrscheinlich. Es leid mir dauernd Namen auszudenken. Hol mich doch der Teufel, weißt du was? Ständerfurz. Genau, wir nennen sie Ständerfurz. Leg ein paar von ihnen um oder mach was du willst. Mir ist es egal. Also, müssen wir 5 weitere Ständerfürze töten? Das Game.
Okay, einen haben wir am Start. Mhm. Ein ausgewachsener Ständerfurz ist hier am Start. Den können wir natürlich so nicht durchgehen lassen. 4 von 5 haben wir schon. Mhm. Die hauen wir. Aua! Mein Verleger sagt, ich kann sie nicht Ständerfurz nennen. Aber wie die auch vom Game her umbenannt werden, hey, so geil. Ja, Mann. Ach scheiße, wir haben einen zu wenig getötet. Och Mann. Egal. So, die Quest bei ihm hätten wir abgeschlossen. Wir gehen jetzt auf das medizinische Rätsel zu und reden da mit dem guten Doc Mercy. Und für alle die, die es nicht wissen, der gute Doc Mercy kann eine, meiner Meinung nach, eine von den besten Waffen in-game droppen. Und zwar die gute Infinity. Da werden wir aber gesondert auf jeden Fall auch noch hier das ein oder andere Farming-Guide-Video raushauen, wie ich es ja schon in der letzten Folge angeteasert habe. Aber das, denke ich mal, wird erst nach dem Let's Play kommen, so als Bonus quasi. Aber wir werden auch wahrscheinlich im Let's Play das ein oder andere Mal an diesen Spots dann vorbeilaufen. Von daher kann ich mir dann wahrscheinlich auch die Farming-Guide-Videos auch sparen, denke ich. So, wir sind jetzt hier in Threehorns Valley, beziehungsweise noch im Ladescreen. Auch ein schöner Raketenwerfer hier gerade am Happening, so zack, zack. Wir sind hier am Start. Oh, Moment, wir sind ja hier schon am Unterschlupf. So, dann gehen wir auch hier direkt rein in den Unterschlupf. Lassen mal die Skeks hinter uns mal in Ruhe. Scheißen da ein bisschen drauf. So, jetzt müssen wir eine geheimnisvolle Waffe finden. So, aber erstmal in den ganzen Berserker-Modus, ist ja ganz klar. Jo, wo ist er denn hin? Da ist er, zack, zack. Der hat eine schöne blaue Waffe droppen lassen, Alter. Zack, zack. Au, mach nicht den mit mir. Nee, da kommt ein ganz dicker. Tim, ein bisschen aufpassen. Der ganz dicke, der hat da Bock auf uns. Badass-Nomade. Mhm. Und der hat auf jeden Fall richtig Bock auf uns. Ich werfe meine Nate vor. Nur noch eine. Boah, erstmal absolut nuller Prezi, Alter. Boah, geil. Gute Nate. Die war gut. Digga, die war richtig gut. So, jetzt pass auf, jetzt haben wir hier gerade nochmal einen Granatmod aufgesammelt. Der ist in allen Belangen besser. So, und jetzt geht's hier oben. So, nach dem Wegpunkt immer folgen. Das ist die kleine Raute da. So, finde die geheimnisvolle Waffe. Da ist Doc Mercy, der Drecksack. Aua. Und der macht hier absolut ernst. Und der kann die... Der kann die Infinity droppen. So, wir ziehen jetzt einfach hier durch. Jawohl, den haben wir weg. Oh, den Quest-Gegenstand sieht man jetzt nicht so richtig, aber egal. Und zwar geht es hier um E-Tech-Waffen. Müssen wir auch ausrüsten. Digga, das ist doch nicht mein Herz, oder? Oh, scheiße, Gegner kommen. Aber du musst die E-Tech-Waffe ausrüsten, ja? Ja, hab ich schon. Sehr gut. Och, Mann, Alter. Er macht den ganz aktiven Move hier. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, diese Mission, die ist schon nicht so ganz easy, aber im ersten Spielverlauf, wo die Gegner noch am schwächsten sind, geht die Mission eigentlich ganz gut klar. Du musst es dir mal auschecken, Tim, wenn wir da mal im zweiten oder dritten, vor allem im dritten Spielverlauf sind. Mhm. Ah, ich muss jetzt ihn hier gerade ein bisschen überlabern. Dann, Digga, das ist was ganz anderes. Weil die Typen dann einfach nicht mehr sterben. Vor allem die E-Tech-Waffen, die sollten eigentlich, die sind gedacht dazu, dass sie richtig stark sind, diese Waffen. Aber in Wahrheit sind die der letzte Dreck, diese Waffen, ja. Also meiner Meinung nach. Und wenn man im dritten Spielverlauf die Mission machen muss, ist es die absolute Hölle, weil man die mit den E-Tech-Waffen einfach nicht getötet bekommt, die Gegner. Du bekommst sie nicht down. Also so gut wie nicht. Das kannst du total knicken so. So, wir haben jetzt hier die Quest fertig. Wir müssen, die Quest ist natürlich so noch nicht fertig, aber wir müssen da auf die nächsten Banditen treffen. Da werden wir aber, das weiß ich, in der nächsten Quest schon auf diese Banditen treffen. Die uns noch fehlen. Von daher macht euch da keine Sorge, wir werden da nichts skippen. Oh, da kommt ein Badass Skag Korrosion. So, da schmeißen wir mal ein paar Nades hin.
Auf dass die hier ein bisschen Schaden an dem machen, aber ja, da macht ja gar nichts Schaden an dem Ding. Ja, die ganzen Badass-Gegner, die sind schon krass, Alter. Die sind wirklich mega krass. Ich werde auch schon in den Low-Leveln, also natürlich macht er jetzt nicht so viel. So, jetzt machen wir aber hier nochmal hier den Ganserker an, dann ist der gar kein Problem für uns hier. Zack, zack, jawohl. So, hier haben wir auch noch was zu killen. Da haben wir noch einen Alpha-Skag, weg damit. Da kenne ich nämlich gar nichts. So, da kommt noch ein Alpha-Skag, der kriegt aber auch richtig die Breitseite von uns. Jawohl, zack, zack, weg ist er. So, wir bewegen uns jetzt hier noch zu diesem Ausrufezeichen. Jetzt mache ich dann für den guten Tim, zeige ich euch nochmal hier eine kleine Badass-Herausforderung. Das ist jetzt nur einmalig, weil es jetzt halt hier ist. Und zwar seht ihr hier diesen Geysir. Den kann man zum Farmen benutzen, für den Doc Mercy dann. Oder auch in eine andere Richtung kann man hier einen Geysir-Jump machen. Müsst ihr euch hier an die Kante stellen, wie ihr hier gerade seht. Und dann nach vorne drücken. Und wenn man dann hier auf dem Schweinchen landet, zack, gibt's. Das ist nicht irgendwas mit Rodeo. Ja, gut, Tim, der macht es natürlich wieder perfekt. So sollte man es natürlich nicht machen. So, so ist das richtig. Jawohl, er landet hier drauf. Zack, zack. War knapp, Digga. So, und da haben wir dann eine kleine Badass-Herausforderung. Wir gehen jetzt hier noch kurz die Quest machen. So, und zwar kein Zimmer frei heißt diese Quest. Nachricht endet. Alter, das ist so dämlich manchmal. Nachdem Roland sie aus Sanctuary vertrieben hat, wenn du die Dampfpumpe reaktivierst, kannst du vielleicht alles wieder einschalten. So, die Dampfpumpe reaktivieren tun wir hier an diesem Rädchen, aber natürlich funktioniert es nicht. Ist ja klar. Mein Gott, halt die Schnauze. Digga, gehst du dann wieder zu dem hinteren, wie wir es in unserem Run auch schon gemacht haben? Jo, dann hol ich die zwei Teile hier. Ja, der Tim und ich, wir haben auch schon einen kleinen Privatrun gestartet, um so also anzuchecken, ob das Projekt für uns so okay ist. Wieder als Randu. Alter, das ist so ein blödes Gelaber, Alter. Aber das macht so den Charakter aus, Alter, so von dem Game. Ja, die interessieren mich jetzt nicht. Also Leute, ihr müsst euch ja jetzt nicht wundern. Also jeden einzelnen Gegner werden wir hier in dem Game auch nicht umhauen, weil dann sind wir irgendwo nachher bei 350.000 Folgen und das muss ja überhaupt nicht sein. Wir gucken, dass wir zwar nicht alles skippen, aber wir gucken, dass wir uns auch nicht zu krass Zeit lassen. Jawohl, das passiert jetzt gerade beim Tim. So. Ja, geöffnet und ist nichts drin. Du hast deine Niere verwendet, Bruder. Oh, zack, 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 zack. Jawohl, mach ich, Digga, mach ich. Oh. Tim macht den passiven Tim-Move wieder. Ja, Tim, hätte ich jetzt doch vielleicht bei dir bleiben sollen, Digga, oder was? Brauchst du Hilfe vom Papa, oder was? Ja, kommst du klar, Digga? Ja, Gott sei Dank. Ja, auf jeden Fall. Aua. Jawohl, die haben wir alle mit der Granate weggefragt hier. Hab Medikit gefunden. Jawohl, sehr gut. So, wir haben unsere zwei Teile schon. Der Tim, der hat sein eines auch schon gefunden. Absolut aktiv, der gute Tim. So, E-Tech-Waffen, die brauchen wir jetzt hier nicht. Wenn wir die ein bisschen anfracken. Also wenn natürlich die Gegner so auf meinem Weg sind, dann werde ich die natürlich nicht ignorieren, sondern werde ich die schon wegflözen. Da sind wir auch schon Level 10. Und wenn ihr euch fragt, warum der Tim jetzt noch nicht Level 10 gekommen ist, die EP-Verteilung in dem Game ist so, dass der, wo den Mob killt, aktiv ein kleines bisschen mehr EP bekommt wie der andere. Macht für mich auch ein bisschen Sinn, ist klar.
auch eine gute Sache, dass wenn einer nur in Anführungsstrichen passiv EP schnorren möchte, da nicht so krass dafür belohnt wird. Allerdings seine Vergleiche sind so scheiße. So, und genau deswegen haben wir hier die E-Tech-Scheiße so... Na, Moment, jetzt brauche ich nicht wechseln. Die E-Tech-Quest uns hier aufgespart. Weil wir, ich werde hier noch von den Skags angegriffen. Ja, wahrscheinlich. Ja, genau, deswegen haben wir uns auch diese E-Tech aufgespart, weil es hier immer noch Banditen gibt. Oh Gott, ich mache jetzt gleich den Tim-Move, Alter, ich sehe es schon. Ja, geh drauf jetzt, zack, zack, jawohl. Ich verdoppele, jawohl. Auch wieder absolut professionell gehustet im Let's Play. Man kennt's ja auch langsam, Aushängeschild. So, der gute Tim hat die Sicherung schon eingebaut. Wir gehen dann die zwei anderen Sachen einbauen, weil der Tim hat mir erzählt, dass er nicht schwindelfrei ist und deswegen werde ich diese Kletteraufgaben für ihn übernehmen. So, dann haben wir das zweite. Zack, zack. Und jetzt springen wir da hoch und bauen ganz oben das Ding ein, was wir uns auch geholt haben. Und zwar als erstes. Das gute Dampfventil. Jawohl, eingebaut. Jawohl, dann lassen wir mal die Funken fliegen hier. Einschalten. Und Strom funktioniert. Sehr schön. Obala. Ja, jede Menge. Ja, einer. Ein Job, ja moin. Ja, das machen wir schon. Alles zu seiner Zeit. Wir haben hier noch einen Skin. Den werden wir auch ausrüsten. Ganz Circus Skin. Und ja, ist ein weißer Skin. Ist nicht so ultra geil, aber ist jetzt auch nichts Verkehrtes. Bin eh so ein kleiner Skin-Sammler. Tim, kannst du schon mal ein Auto holen, bitte? Weil das ist jetzt so eine... So, jetzt kommen wir tatsächlich zu ein paar Quests. Beziehungsweise jetzt zu einer, später noch zu einer anderen, die wo ein bisschen arg eklig sind. Und zwar sind das solche Quests, wo man Zeitlimit braucht. Oder Zeitlimit hat. Ach, ich bin einfach kein Fan davon. Also von Zeitlimit bin ich echt kein Fan. Und ihr werdet auch später noch sehen, da hat es noch eine Quest, die ist... Okay. Jetzt ja, wahrscheinlich. Wo willst du denn hin? Ja, ich mache einen Durchzieher. Du machst einen Durchzieher. Ja, perfekt, Alter. So, bleib da, bleib da. Lass mal Sitze tauschen, Digga. Jawohl, besser ist. Besser ist das. Uns gehen hier die ganzen Sekunden flöten jetzt, egal. Also diese Quest, die ist noch nicht so schlimm, ja. Da gibt es aber noch eine in einem späteren Gebiet, die ist richtig scheiße. Und wenn du die alleine machen musst, da ist es immer so sackhaar knapp. Also ich hab's auch schon, obwohl ich schon gefühlt 20 Mal gemacht habe oder so, gehst du gleich zu dem Briefkasten. Sehr gut. Ja. Obwohl ich schon 20 Mal oder so gemacht habe, ich scheitere manchmal immer noch dran, weil es einfach echt verdammt knapp ist. So. Oh Mann, wir müssen ja wieder mit E-Tech. Stopp mit E-Tech, Bruder. E-Tech. Ah, okay. Ja, drei Stück brauchen wir noch mit E-Tech. Jawohl, weg da jetzt. Komm schon, zack, 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 zack. Einen brauchen wir noch. Jawohl, sehr gut. Der Tim hat jetzt die Quest fertig gemacht. Ich gehe jetzt hier noch an den hintersten Briefkasten. Ja gut, E-Tech ist der Hammer, denkt er, aber ich sag's euch ganz ehrlich, ist sehr schön. Es darf gern jeder selber entscheiden, aber ich finde die Iridium-Waffen wahrscheinlich, die E-Tech-Waffen, nee, die sind absolut beschissen. Also sorry Leute, das ist nix, also... Er macht wieder den Tim-Move, ja wahrscheinlich, Bruder. Der hat ein HP. Ach, wie in Fortnite, sagst du? Immer, immer. Dann haben wir auch weggerotzt hier, jawohl. Aua, ah, ah! Na, der Selbstmörder, die sind richtig widerlich, ohne Scheiß. Na, hier kommt noch eine Nate dahin. Ich schluck da. Schluckt auf wie eine französische Straßennutte, Alter. Ah, jawohl. Tschüss.
So, die Quest hätten wir. Jawohl, den einen, den haben wir noch weg. Ach, da ist noch einer. Sachse. Wo ist er denn? Das sind sogar noch zwei. Ja, müssen wir jetzt nicht unbedingt machen, aber also der, wo hier auf uns zurennt, den können. Ja, komm, scheiß drauf, wir machen Durchzieher, komm. Du kannst ja mit deiner Sniper noch den einen oder anderen da abräumen. Aber unnötig in die Länge strecken wollen wir das Projekt auch nicht. Das, was nötig war, haben wir getan. So wurden auch noch ein paar Leben verschont. Aber ich denke, in dem Game braucht man hier nicht auf Moral kommen oder so, weil dieses Game hat einfach keine Moral. Das Game hat gar nichts. Das Game hat einfach... Das was komplett. Was machst du denn? Steigst du ein jetzt? Digga, bei mir hattest du wieder ein Disconnect. Wie? Hä? Du warst gerade mit dem Auto im Wasser drin. Ach so, ja, ja, lul. Okay. Ja, aber so partytechnisch wie, ist ja noch alles am Start, oder? Ja, schon. Jo. Aber hast halt auch gerade bei mir überhaupt geleckt. Oh, okay. Ja, da kann ich jetzt... Ja, sorry. Ja, gut. Ja, bei mir in der Aufnahme, ich habe nichts gemerkt. Besser ist es. Ja, Mist kommt manchmal vor. Kann man nichts machen. Das ist halt einfach die Technik. Technik ist zum Kotzen. Was haben wir denn hier? Jawohl, den rüsten wir aus. Zack, zack, ja, sieht gut aus. So, was haben wir noch? Wir haben noch Töte die Assassins. Die Assassinen. Egal. Die Rosinen. jawohl. Da gehen wir jetzt auch noch hin. Der Tim steigt wieder ein. Ah, und ich denke mal, so werden wir das gesamte Let's Play übermachen. Wir werden ein paar Quests ansammeln. Werden dann die alle durchziehen. Ja. Jo. Und dann werden wir die schön alle gemeinsam abgeben und dicke XP einheimsen. Na, wieder über den Haufen hier, zack, zack. Weg da, Mensch. Mach's meine Reifen kaputt. So, ich ziehe jetzt hier direkt rein. Jawohl, zack, zack, bam, 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 bam. Ja, da kennt er nix, der Flo. Ah, der Lazy. Aha. Ah, mach jetzt nicht den T-Move. Dann kommt schon wieder so ein Selbstmörder. Oh, Digga, ich habe immer noch diese komische Dreckswaffe. Ja, ich habe sie Gott sei Dank schon nicht mehr. So, werfen wir auch wieder eine Nate hin. Nein, 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 nein. Ja, den machen wir auch hier weg. Ah, zack, knackige Action. Jetzt wisst ihr auch, Leute, spätestens jetzt wisst ihr, warum ich das den Tim-Move nenne. Ja, nice, Digga. Er macht den Tim. Ja, geil. So, wir porten uns da rein. Hey, geh aus dem Menü raus, ich will porten. Und Disconnect. Ja, Leute, scheiße. Ich werde jetzt hier ganz kurz nochmal einen Cut setzen. Mann, verdammt. Bis gleich. Die Technik, die spielt halt einfach verrückt. Keine Ahnung, was da los ist. Auf jeden Fall, wir machen hier weiter. Wir sind jetzt bei der Quest, wo wir die vier Assassinen töten müssen. Das im Übrigen an die Leute, wo es interessiert und wissen wollen, auch ein relativ guter Farmspot für die Emperor. Aber da wird dann, wenn dann auch nochmal ein Video zu kommen, denke ich mal, dass der gute Tim da mit mir auch die ein oder andere Farming-Session mal machen wird. No. So, wir gehen direkt rein. Southpaw, Steam and Powder. Die drei Jungs müssen wir nicht unbedingt umlegen, weil die sind nicht necessary, aber die gut platzierte Granate hat wieder alles geregelt. So, wir machen hier uns ran, töten hier diesen Nomaden. Der nächste Nomade ist auch schon am Start. Jawohl. Nachladen, hochspringen. Da wird der erste spawnen. Wir müssen den zwar mit einer Pistole töten, aber wir haben aktuell keine Pistole am Start, keine gute. Jawohl, ja, komm, Wort. Oh, Badass Psycho, ich hatte ihn schon fast vergessen. Aua, ah, ich kümmere mich direkt um den Wort. Aua, ich mache jetzt den Tim-Move. Ja, ich mache den Tim-Move. Sehr schön. Ich versuche ihn zu bekommen, dass man das auch mal sieht. Jawohl, habe ihn bekommen. Oh, der hat sogar eine geile Waffe gedroppt, Digga. Oh komm, ich will die aufsammeln. Nee, 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 Bruder, nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Du kannst, wenn du möchtest, den ganzen Trash kannst du ganz, den kannst du gern looten, kein Problem. Aber die guten Waffen, nee, die landen beim Papa. So ist das richtig. Bruder, nicht immer den Tim-Move machen hier.
So, ich werde ihn hier mal fix wiederbeleben, so ganz aktiv. Das connectet nichts. So, dann werde ich ganz kurz, ja, hier, richtig gute Waffe. Ich meine, sie ist nur blau, aber die macht auch richtig gut Action. Hat ein geiles Design, die Waffe. Ah, ich gehe wieder down. Nein, gehst du nicht. Das werde ich verhindern. Und zwar mit dem ganzen Circle-Movement hier. Zack, zack. Oh Gott, kein Aim. Alter, nuller Prezi. Okay, die Waffe ist wahrscheinlich fürs Ganzerken doch nicht so ganz geil, weil die auch ordentlich die... Oh, okay, nice. Die Selbstmörder, ja, diese Selbstmordtypen, die sind scheiße, Alter, da machst du halt nix. So, hab ihn wieder geholt, den guten Tim. Werf da nochmal zwei Nades runter. Jawohl, die zünden, da gibt's richtig gutes, richtig gute Action. Pass auf, hier kommen wieder Selbstmordtypen hier an. Oh, der hat ein Ei gelegt, Bruder! Ah! Jawohl. So, ich habe mal sein Schild schon genommen. Ah, oh, Dicker. Ah, oh, Dicker. Ah, oh, oh. Oh, Dicker. Aua. Okay, habe richtig böse ans Bein bekommen. Ich habe wieder den Tim-Move gemacht, bin aber wieder da. Ganz aktiv. Oh nein, ich sterbe schon wieder durch Korrosionsschaden. Och Mann. Okay, Dicker, ich werde wahrscheinlich keinen bekommen. Zum Holen. Also, wenn du mich irgendwie rätseln kannst, sehr gerne. Oh, aktiv, aktiv, Kollege, aktiv. Beeil dich. Gleich wegjumpen, der hat eine Nade gelegt. So, ganz Ganzerker-Modus ist an. Den werden wir auch hier ordentlich umklopfen jetzt. Keine Angst, ich werde den Tim nicht im Stich lassen. Jawohl, den haben wir umgelegt. Hol ihn dir auch hier direkt wieder. So, zack, Echo aufnehmen. Ah, die kommt, die sieht schon geil aus, die Waffe. Also der Skin von der Waffe ist richtig gut. Weg jetzt da. Der redet auch mit seinen Jungs da echt gut, Alter. So, zack, zack. Und wenn ihr euch fragt, warum dieser Hyperion, also was machst du denn? Also die Hyperion-Waffen im Allgemeinen, die brauchen immer ein bisschen, um sich anzuaimen. Also der Anfang ist so ein bisschen hier durcheinander. Aber dann geht das ganz gut klar. Tim, warum hast du gerade so durchgeatmet? Ist alles gut, oder? Ich was bin passiert? Durchgesprungen. Was? So, dann schmeiße ich da nochmal ein Granätchen hin. Ja, ja, der braucht hier nicht. Er hat ein Ei fallen lassen, Bruder. Aufpassen, er hat ein Ei gelegt. Jawohl, dann sind wir hier wieder dran. Machen hier ein bisschen mit der... Oh. Hey, geht drauf. So, zack, zack. Wieder ein bisschen mit der Rifle hier Action gemacht. Noch ist sein Geschütz sehr schwach, aber Leute, also ich kann euch nur... Oh Gott, hier ist gerade der Hintergrundsound so laut, Alter. Aber ich kann euch ans Herz legen, spielt den Soldier, spielt den Commando. Der geht richtig ab, also der geht wirklich dreckig ab, dem sein Geschütz ist nachher so viel... Aua! Der Eiermann kommt wieder zu mir. Ah, legt wieder ein Ei. Ah! So, jetzt gehen wir davor, aktiv. Jawohl, über den Haufen gelegt hier, zack, zack. So, hier spawnt dann auch gleich der nächste Assassine. Und zwar, wenn dieses Tor hier aufgeht, da kommt er schon. So, ich kann ihm mit der Schockwaffe ziemlich schnell sein Schild nehmen. Jawohl, machen hier auch aktiv. Oh, der wirft irgendwelche Brandsachen, Alter, das gefällt mir selber gar nicht. Jetzt brauche ich dich, Tim, jetzt muss ich dich mal hier in deinem Schutz mal holen. Aua, ah, ah! Ja, der soll jetzt mal down gehen, der sagt. So, zack, jawohl, nächstes Level erreicht. Ein Skin, ach ja, ja. Ja, schon gedacht, der ist auch tot, aber nee. Nächsten Skill ausgerüstet. Boah. Die ist heftig. Aber das ist auch eine Waffe, wo die droppen können. Ziemlich gut. Also wir haben gerade, was das Drop-Luck angeht, läuft gerade eigentlich echt gut, Mann. Möchtest du die Schockwaffe haben? Die blaue?
Weil ich denke, ich werde eine andere nehmen zum ganzen Zirken, weil die ein bisschen zu hart verzieht. So, guck mal, die hat auch noch einer von den Assassinen gerade droppen lassen. Ist auch ziemlich geil. Ja, wir gucken jetzt noch, dass wir die Quest noch fertig machen. Ein kleines bisschen Überlänge heute, aber ich denke mal, das ist hoffentlich gern gesehen. Überlänge gefällt mir auch immer ganz gern bei meinen YouTubern, die wo ich anschaue. So, zack, zack, da sind sie geslaggt worden, aber Slag ist jetzt im Anfang vom Game nicht so wichtig, also die gehen auch so ganz gut down, aber dann ab dem dritten Spielverlauf spätestens da sollte man auf jeden Fall richtig gut mit Slag arbeiten. Oh, Biprezi ist natürlich wieder nicht da. Aha. Ja, das sind die Selbstmordtypen, die sind so eklig, alle. Da hörst du, Allahu Akbar! Und dann tschüss, alle. Allahu Akbar, alle. Digga, Digga. Was sind gerade die ganzen? Da kommt wieder einer angedackelt. Aber das ist ein Brennender, der geht klar. So, und wo ist jetzt der? Jawohl, sehr gut. Nochmal einer. Jawohl, weg den Typ, so ist das richtig. So, und jetzt, nein, der spawnt doch noch nicht. Jawohl. Und Feuer ist gegen diese Jungs hier ziemlich gut. Weil Feuer gegen nackte Haut quasi gut ist und die Jungs, die haben jetzt nichts an. Klar, die Nomaden, die haben Kleidung quasi an, aber es sind fleischliche Gegner sozusagen. Und dagegen ist Feuer immer sehr, sehr gut. Gegen Schilde allgemein ist Schock sehr gut, aber ich sag's euch ganz ehrlich, es lohnt sich eigentlich nicht so wirklich, Schock zu... Also, wenn man eine gute Schockwaffe hat, ja, dann ist es okay. Aber wenn man die Wahl hat, würde ich Schock nicht unbedingt empfehlen. So, jetzt spawnt hier der Assassine Roof. Da werde ich jetzt noch kurz den ganzen Zerker-Modus aufsparen. Die Nades fliegen schon hin. Zack, 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 Alter. Jawohl. Und jetzt geht's hier los. Drauf auf den. Jawohl. Schön mit Feuer. Jawohl. Im ganzen Zerker-Modus. Jawohl. Der hat zwar sein Movement. Ja, die Gegner, die haben hier in dem Game, die haben Movement. Das ist abartig. Also wenn ihr im Single-Modus unterwegs seid und irgendwie sterbt oder so. Na, wieder eine... Alter, was... Die lassen die ganzen... Ich meine, natürlich, die können auch blaue... Die können auch blaue Waffen droppen lassen, klar, aber... Was willst du denn? Ja, Bruder, ich bin nicht so, da gönn dir. Aber ich find's halt ziemlich geil, dass wir 3 von 4 Möglichkeiten was gedroppt bekommen haben. Ich meine natürlich blau ist okay, die können auch Goldsachen droppen, aber die blauen Sachen, die haben auch eine gewisse Droprate. Und da bin ich gerade, finde ich gerade ziemlich cool, dass wir 3 von 4 mögliche Waffen gedroppt gekriegt haben. Also, ist cool, Mann. Mhm. Da bin ich auf jeden Fall cool damit. Auf jeden Fall. So, machen wir hier noch auf. Bisschen Loot. Nehmen wir alles mit. Nee, Bruder. Nee, meins. Oh. Der Loot-Geier. Ja, natürlich, Digga. Also, war das irgendwas anderes von mir, oder was? Ja. Also, pass auf. Werde ich dir gleich offscreen die Waffen alle hinlegen und dann rüsten wir uns nochmal neu aus. Leute, wir haben es geschafft. Warum müssen wir alle in Sanctuary abgeben? Alles klar. Dann werden wir nochmal nach Sanctuary reisen. Werden dann die Quests... Ja, komm, die Quests geben wir noch ab. Können wir noch ein bisschen gemütlich drüber labern, weil das interessiert euch eh nicht so wirklich dann. Ja, das meiste von diesen Nebenquests, das Gelaber und so, das ist nicht so interessant. Also... trägt auch nicht so viel zum Story zur Story bei, aber man nimmt es halt an. Mhm. Mal aktiv das Zigarettchen angemacht. Also natürlich muss die Message rausgehen an alle unter 18-Jährigen, nicht rauchen, ist ja ganz klar. Ist erst mit 18 erlaubt. Ist auch nicht gut. Ich mach's trotzdem, scheiß drauf. So, wir sind hier beim Hammerlock, da geben wir ab. Ich entscheide mich jetzt hier für das Schild. Weil das Schild besser ist wie mein aktuelles und das ist kein Wunder. Kriegt man laufend bessere Sachen. So, dann gehen wir. Er zockt natürlich wieder. Die alte Zockernatur, ist ja ganz klar. Jo, Tim, hast du schon irgendwelche Erfahrungen mit Borderlands gesammelt oder ist das jetzt so mit mir dann das erste Mal? Nee, ich hab damals mit meinem Bruder Borderlands gezockt. Okay, ja, wie lange ist das her? Boah, weiß nicht, ich glaube so 2-3 Jahre. 2-3 Jahre, ja. War das Borderlands 2 oder war das ein anderer Teil, oder? Ja, das war Borderlands 2. Mhm. Ah, da kennst du ja auch noch so ein bisschen die Story von hier, oder? Ja. Ja, nice, nice.
Und von dem kriegen wir jetzt hier noch eine E-Tech-Waffe. Die ist für den Anfang schon ganz gut. Jo. Ja, meine lieben Freunde, dann würde ich, also der Tim, der zockt hier noch ein bisschen Automat. Ich stelle mich hier an den üblichen Spot hin, gehe ins Close-Up, hab noch den guten Set zu Ende reden lassen. Ich möchte mich an dieser Stelle von euch für heute verabschieden, denn das soll es jetzt auch gewesen sein. Der gute Tim sagt jetzt noch ein, zwei Worte zum Abschluss. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen und ja, man sieht sich. Haut da rein. Also, meine lieben Freunde, da habt ihr den guten Tim gehört. Man hofft, es hat gefallen. Wenn nicht, schade, aber das muss man akzeptieren. Aber ich denke mal, es gibt da keine Folge, wo hier im Featuring mit dem lieben It's Paralyzed kommt, wo nicht gefällt. Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Also, meine lieben Freunde, bleibt anständig, bleibt sauber. Bis dann. Tschüss. I'm a Trumpster, motherfucker.